Hallo und herzlich willkommen. Hey, es klappt, zurück zu Room Heroes Aftermath. Ja, wir haben eigentlich damit gerechnet, dass das Game jetzt crasht. Ja, Wir haben fest deswegen habe damit ich in die gerechnet, Aufnahme deswegen kam jetzt auch nochmal gehustet. dieser Hüster hier rein. Aber es geht mit dem Codec geht's tatsächlich jetzt auf Anhieb. Ey, das war die beste Begrüßung, die wir seit langem hatten. Hallo. Ja, ihr kennt das schon, bla bla bla, es geht weiter so. Ja, so sieht's aus. Genau. So, war ja Ach, eine ich weiß echt erfolgreiche nicht. letzte Folge. Auf jeden War auf jeden Fall. Fall lustig, ja. Ach ja, genau. Beim Steinklettern ritzen waren. Wie habe ich es vorhin gesagt? Beim Steinritzen klettern, genau, Alter. Steinritzen. Steinritzen klettern, Mann. Das ist der neue Sport, Alter. Das machen die bald alle in Russland. Die scheißen dann da drauf, auf diese großen Häuser zu krabbeln. Free Climbing, die machen jetzt alle Steinritzen klettern. Ich habe Sounds. Ja, jetzt habe ich auch. Ich höre eine Grille. Ja, Mann. Das war wieder falsch. Das war die traurigste Grillenimitation überhaupt. Also. Ah, ist das ein Airfield oder nur eine Militärbase? Soll so ein kleiner Militärvorposten sein, wie. Es ist so verpixelt auf Entfernung, ich kann da gar nichts erkennen, Alter. Schon nice, ne? Das Spiel ist so eine. So eine Parodie an ein Zombie-Survival-Game, oder? Ich habe keine Ahnung. Gorath Compound. Ich wollte den Namen ein bisschen dramatisch vorlesen. Auf jeden Fall scheinen die Spieler hier alle nicht besonders. Versprinten. Naja, ich. Ja, ich muss dazu aber sagen, ne, wir spielen auf einem PvP-Server. Ist klar, dass hier geht es halt rund, ne? Genau. Die ganze, ich habe mir ja auch ein paar Let's Plays dazu angeguckt zu dem Spiel und Mann, das ist geil hier. die meisten zocken irgendwie alle PvE, ich weiß nicht. Also. Ach, du gehst da lang, ich gehe hier durch die Mauer. Das Haus hier haben sie auch 1 zu 1 kopiert von Infestation. Ich habe jetzt gehofft, du sagst wieder Hitzi. Ja, ich hab's auch fast gesagt, also. Ich hab dich in Gedanken schon Die eine Folge war sehen. geil. Der sich dreimal selber in die Fresse haut. Jetzt. Oh! In für Hitzi. Ich habe hier ein kleines Packet gefunden. Ich habe das aufgemacht. Ist da Kokain drin? Und da waren Sachen drin. Kokain? Nein. Du Arschloch, gib mir was an. Kokain ist nicht schön, Kinder. Nehmt es nicht. Ne, wie war das? Kokain ist Gottes Weg, dir zu sagen, dass du zu viel Geld hast. Disco-Stoff. So, jetzt verstehe ich das. Okay, das war eine Weapon Case. Oha, sogar das haben sie kopiert. Ist ja krass. Gehst du oben looten? Ich gehe hier unten. Ja. Weil Hier du ist eine das Nächste bist. Nagelkeule. Ich glaube, ich nehme. Ich hau meinen Besi raus und nimm die rein. Ich glaube, Nagelkeule ist besser, oder? Die wurde Wir gecraftet, müssen glaube ich, ne? so, wir müssen, ja, wir müssen so unbedingt Infestation spielen, Digga. Ich kaufe mir das nicht. Für 5 Euro, Martin. Nein, das ist mir zu viel. Ihr findet bestimmt raus, wie mein Bruder auf Steam heißt. Ansonsten, ihr habt mich ja, also viele haben mich ja in der Liste, ja. Wenn ihr das spielt, dann wollt das Martin und nicht das Let's Playen. Dann kauft ihr das, schenkt mir das per Inventar und ich gebe es weiter an Martin. Dann wird er gezwungen, genötigt. Ich habe mir damals geschworen, ich gebe dafür kein Geld aus. Für YouTube-Spiele oder was? Nee, für Infestation. Ja, mal gucken. Es ist ja bald Weihnachten, du kannst mir das ja schenken. Warte immer noch auf meinen Rechner. Verdammt. Er ist Ja, ja Digga, schon das wird ein Husten. 99% fertiggestellt. Ja, es ist echt dumm, ne? Die CPU ist nicht gekommen, Und ne? der Deshalb. Windows 8 Key, genau, der ist auch noch nicht da. Windows 8.1 Key. Das war sogar, das war sowieso der härteste Fail, dass wir da nicht dran gedacht haben, ey, wirklich, ey. Da sieht man mal echt, was wir beide für Idioten sind. Also, das ist der Hammer, Leute, wirklich. Das darfst du doch nicht sagen. Was wir beide für intelligente und wunderschöne Menschen sind. Kann ich mich hier hinsetzen? Nein. Nein. Boah, diese Erstmal. Grillen, dieser Grillensound ist geil. Crafting. Kraftest du? Mal gucken, was man so alles Hast du craften eigentlich noch Bandagen? Weil ich hab nichts. Vielleicht könntest du mir ein kann. paar geben irgendwie. Weiß nicht, wie ich die einzelnen. Hier, nimm die einfach. Ist okay. Gauze! Gauze. 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 So, hier sind aber keine Spieler irgendwie, ne? Oh, guck mal. Eine Junkbox. Da ist bestimmt Junk drin. Junkfood. Oh, dieser schöne Ambient-Sound hier. Hammer, ne? Aber hier gibt es auch keine Waffen irgendwie, ne? Ist irgendwie lame hier, das Ding.
Ich hab eine Waffe doch Oh, cool. gefunden. Ich gehe mal hier oben rauf. Geh mal in diese Hangar. Aber irgendwie loote ich auch gar nicht, ist mir mal so aufgefallen. Ich renne einfach nur mehr ziellos umher und. Wie im Real Life. Ja, mache nichts. Ziellos umherrennen und nichts machen. Wenn ich hier runterfalle, nehme ich dann Schaden. Ne, cool. Typischer Arbeitstag als Chef einer Firma. Ja. Herrennen und nichts machen. Ja. Hier steht auch so ein komischer Generator. Muss das anders betonen. Du musst sagen, ein Generator. Ach, ja. Generator. Alter, da haben gerade zwei Zombies bei mir so synchron geatmet. Das klang gruselig. Ich höre sie. Ja, die sind synchron beide. Hier ist noch eine Krass. Sweeper, noch eine Shotgun. Ja, brauche ich nicht. Ich habe schon zwei. Oh, der Ton ist weg. Ja, bei mir auch. Krass. Da oben liegt, glaube ich, was. Ich habe gerade was gesehen. Ist jetzt auf einmal aus, der Ton. Kannst hier schon mies verstecken, ne? Solche Spiele liebe ich ja immer, ne? Wenn du so richtig Scheiße machen kannst, ne? Aber warum sind hier Also das Hässliche. keine Leute, Alter? Komm, wir müssen uns jetzt in jeder Folge müssen wir Spielerkontakt haben. Oh, Martin, hinter dir ist ein, der sieht aus, als wäre ich das. Und ich glaube nicht, dass wir in dieser Folge jetzt einen kriegen. Wenn hier keiner ist, dann. Ich habe halt auf der, ich habe mir gedacht, auf der Karte da ist so ein Waffen. Aber eigentlich zieht das ja immer Leute an hier, ne? Was ist hier los? Wo rennen die hin? Die kommen zu mir eigentlich jetzt. Wir warten jetzt kurz, bis sie weg sind, und dann gehen wir hier. Upp. Adios, Idioten. amigo. Das Idioten, Alter. Bin tot, Martin. Was? Hast du gesagt, du bist tot? Nee. Nein, die sind tot. Und? Oh, die Stachelkeule ist gut. Man Sehr müsste echt gut. mal so eine Weapon Case aufmachen, um zu gucken, was man da mal so rauskriegt, ne? Aber kostet Geld, oder was? Hast du gerade Steam-Guthaben? Nee. Kannst du einen Knife-Skin rausziehen? Ist Toll, wie bei Counter-Strike. ja, ich wollte es nicht sagen, Digga. Ich wollte es echt nicht sagen. Du stehst gerade in den Kisten drin. Machst du die jetzt wirklich auf? Nein. Kannst. Perfekte Tarnung. Alter, wunderbar. Du kannst dich richtig geil da drin verstecken. Das ist Das mies. Will einer die Kiste looten, nimmt er die auf und dann legst du da auf einmal. Surprise, Motherfucker! Motherfucker! Surprise, Motherfucker. Das wird mich mein Leben lang verfolgen. Ich weiß gar nicht, ob wir die. Doch, die haben wir. Die haben wir sogar auf Tape, die Folge. Oh nein, ja. Der war richtig mies, Alter. Der steht da mitten im Busch. Surprise, Motherfucker. Was? Bam! Biatch. Unsere geilste Daisy-Szene haben wir leider nicht auf Tape. Welche war das? Wo Waren so wir in einige. dem Camp da, wo wir die sechs Leute weggeballert haben. Das war geil, ja. Ihr könnt ja vielen erzählen. Ah ne, das war wirklich so. Das war richtig geil. Vor allem, wie ich dir das Morphium durch die Scheibe geben wollte. Ja. Oh, warte, da kommt einer. Okay, jetzt. Ich weiß, ich lag im Raum nachher, hatte die Beine gebrochen und lag da einfach nur. Und die waren um mich rum. Die haben gar nicht mitgekriegt. Dann bin ich durch das Morphium wieder aufgestanden und habe die weggeholt noch. Das waren noch mal drei Mann oder so. Die haben gedacht, ich bin tot, weißt du? War ein ganz mieser Trick. Ja, da lagen aber auch so viele Leichen Ja. an dem Tag. Das Geilste war echt so, ich laufe außen rum. Das war, Leute, die Daisy kennen ja, das war bei Novi Sobor dieser kleine Wo der große Berg Roller. ist. Ja, nee, das ist ein kleiner Berg. Das ist Naja. der Militärposten da direkt am Airfield in der Nähe quasi. Und ich laufe da außen rum und einer liegt halt auf diesem Sniperberg. Ich sag so, wo schießt der auf mich? Ich sehe ihn, ich schieße ihn weg, denke mir, okay. Auf einmal kriege ich noch einen Schuss. Ich denke mir, hä? Von wo schießt der jetzt? Guck, da hinten liegt da noch einer, Alter. So 2 Meter direkt neben dem. Ich denke mir so, boah. Hier, guck mal, hier drinnen liegt eine schwarze Box, ne? Ja. Wenn du die aufhebst, hast du Ja. ein Rezept. Und was soll ich damit? Lernen. Dann irgendwann mal zu craften. Ich habe hier dir auch noch ein Rezept hingelegt, das kann ich schon. Wie kann ich das jetzt? Ach, lernen. Und das Genau. behält er jetzt im Kopf oder wie? Das behält er jetzt, ja. Cool. So lernt man hier die Rezepte. Alles klar, ich habe die mal weggeschmissen. Hier liegen überall auch tote Zombies rum. Nö, Ach die nee, die schlafen nur. schlafen, stimmt, die schlafen. Psch, wir müssen leise sein. Die schlafen nur. Ah, ich habe hier noch was Schönes. Hier Ein. hinten können wir. Hier hinten ist so ein kleiner Damm, so wie es aussieht. Gehen wir mal da gucken. Damn!
Gedärmelt. Wird das jetzt eigentlich schon wieder dunkel? Ja, 20.49 Uhr steht da. Irgendwie hat sich dieses Wolken-Bitmap, oder JPEG hat sich auch verändert. Das sieht aus, als würdest du bei Photoshop-Steuerung U drücken und den Sättigungsregler nach rechts ziehen. Hey, geil. Ich hab die Nacht erfunden. Wir wollen nicht Last Handy heute. Nee, nee. Ich habe letztens einen lustigen Witz gesehen, so. Und, Du hast einen lustigen Witz gesehen? Ja, weil ich ihn gelesen habe, weißt du. Oh, it's magic. geht um Gott und so einen Anhänger, ne? Er sagt so zu ihm so, Gott, ich habe den Menschen kreiert nach ihren Wünschen. Er ist perfekt. Mach noch einen kleinen C dran. Warum? Warte auf die Möbel. Das wird lustig. Oh. Yeah. Ja, am Abend davor habe ich mir nämlich fast meinen kleinen C gebrochen. Ne? Oh, wie oft ich mir das Ding schon angehauen habe, weil das ist ja. Der ist halt echt unnötig. Ne? Du könntest auch auf vier Zehen stehen. Ich glaube, ich schneide ihn einfach ab. Warte mal, ich bin kurz weg, ja. Hörst ihn so, yeah. Aber vergesst das nicht aufzunehmen. Let's cut. Das gibt bestimmt Aufrufe auf YouTube. Wahrscheinlich. Kennst du denn noch diesen einen Typen da, der auf Facebook alles für Likes gemacht hat? Bei 2000 Likes schneide ich mir den kleinen Zeh ab. Ernsthaft? Nee, ja, er hat sowas gemacht. So, der ist aus einem Fenster gesprungen und hat sich die Haare abrasiert und ich habe keine Ahnung was. Ey. Krass. Sollten wir auch mal machen. Das ist an dir vorbeigegangen? Ja, Mann. Als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, genug Internet für dieses Jahr. Was, das ist hier eine Tanke, ne? Alter, die Pflanze ist ja mal HD, ey. Welche? Welche von diesen HD-Pflanzen? Hier generell alle, die sehen irgendwie die sehen, HD aus. Die Fahne sehen so groß aus, als wenn die irgendwie prähistorisch sind, ne? Fahne aus einer anderen Zeit. Gleich kommt hier so ein T-Rex um die Ecke. Da sind wir jetzt bei Ark? Nein, ich weiß was hier. Kein T-Rex, ein Z-Rex. Busch. Warum gibt es eigentlich noch kein Zombie-Dinosaurier-Game? Mit Z-Rex und Z-Lucy-Raptor. Digga, das wäre geil, Alter. Z-Ceratops. Geil. Oh komm, wir müssen zum Patentamt, verdammt. Die Teratops, Alter, ich Denn der Sidodo, Alter. Der böse Dodo, ja. Oh, und nee, hatte ich in Ark so Dinosaurs und dann Source mit Z geschrieben. Dinosaurs. Geil, Mann. Sowas gibt's noch nicht, Alter. Das ist noch die Marktlücke. Aber Zombie-Dinos in Manhattan oder sowas. Nein, Mann, in Deutschland, Alter. Also wenn dann muss das in Deutschland kommen. Das sind dann so Nazi-Zombies, Alter. Mit Nazi-Zombies auf Dinosaurier reitend, ja. Die ebenfalls Zombies sind. Richtig. Ich glaube, da gibt es auch schon einen Film drüber. Es gibt schon jeden Scheiß. Ich habe schon 1000 Witze darüber gemacht, wie so Menschen auf Gummibärchen und so gekommen sind. Also Gummibären hier. Jetzt weiß ich wie, Alter. Sie haben Let's Played. Meinst du, man kriegt ja. Wie kommst du denn da hoch, Alter? Hä? Ich habe einen Affen gemietet und. Nein, ich bin auf meinem Pterodactyl Z drauf da hochgeflogen. Pterodactyl Z? Oh Mann, wie geil. Tyrannosaurus ist aber geil, Alter. Mann. Ja, hier, die Ark hat auch Spaß gemacht, ne? Aber es war immer zu viel rumgehackt auf den Servern. Das war der Hammer. Ja, man könnte ja mal wieder anfangen, ein paar so Folgen zu machen. So ein Offline-Dings oder so. Nur wir zwei so, gemeinsam in der Wildnis, nackt und... Hm. Nackt? Warum immer nackt, Alter? Was haben wir immer für... Na, ist egal. Wir sind ja nur Halbbrüder. Ah, es ist nicht ganz eine Schande, ja? Nur halt. Guck mal, was dabei rauskommen würde. Fall ja nur für unseren Erzeuger, ne? Weil unsere Mütter haben damit ja dann nichts zu tun. So. Nein. Das eine ist mein Sohn, das andere ist... Komm ich hier hoch? Cool. Ja, ich glaube, Spielerkontakt werden wir hier nicht mehr haben, ne? Das ist ja, ich glaube auch. Ich habe mir das irgendwie spektakulärer hier vorgestellt. Aber schaffen wir schon, Martin. Glaub an dich. Ein bisschen haben wir ja noch. Ein bisschen. Wir haben da hinten noch eine Safe Zone. Spieler. Wo? Oh. Hier oben drin. Da wo ich hin aime. Oben in der Lagerhalle. Hör nicht hin. Er rennt. Er will raus. In der Lagerhalle drin. Kommt Richtung Tanke raus. Sehen. Ich verfolge. Er hat mich auch gesehen. Wo ist er?
Habe ich ihn angeschossen? Ich hab ihn. Alter, wie viel frisst er denn? Hab ihn. Einer ist tot. Ich hab keine Moon mehr. Gar nicht. Geh Nahkampf. Ja, ist tot, ist tot. Ich hab auf den auch geschossen. Zwei Leute getötet. Krass. Also von mir hat er auch noch gefressen, der Typ gerade. Ja, der andere liegt hier hinten. Okay, ich loote den fuck, hier vorne. Oh fuck, oh fuck, Medi, was? Medi. Oh oh. Was? Oh, oh. Oh, okay. Oh. Alter, ich hab von hinten mit der Shotgun draufgeschossen, du hast keine Chance. Krass. Okay. Der hat eine Hatchet, soll ich die nehmen oder soll ich den Baseball-Bat drum behalten? Ich nehme mal die Hatchet mit. Ich hab die Hosen voll gerade. Ja, das war irgendwie hart. Digga, war das knapp. Ohne. Oh mein Gott, war das knapp, ey. Mein Leben. Mein Leben. Oh mein Gott, ey. Hat er dafür noch Mut? Ich hab 6 dieser mittleren Bandagen genommen. Ich bin immer noch nicht voll. Scheiße, der hat keine Moon. Der war out of Munition hier. Ich hab nichts mehr an Munition. Fuck. Welche Waffe habe ich denn jetzt drin? Der hier hat auch nichts mehr. Also der hatte ein bisschen noch was, aber jetzt hat er nichts. Nee, keine Chance. Ich hab keine Munition mehr. Also ich hab jetzt noch 2 Schuss. Ich kann dir mal ein bisschen was geben, in Hoffnung, dass da noch irgendwie Muni drin ist. Warte mal. Ich habe nämlich noch 2 Waffen im Gepäck. Einmal. Ah, ne, Unload, die hat nichts. Ne, ne. Okay, gut. Aber warte mal, vielleicht. Oh! Soll ich mal heute ein netter Bruder sein, Leute? Hier. Ich hab die Waffe selber, gib mir nur die Munition. Ja, nimm, da ist gut Muni drin und da hast du noch was. Oh. Geil! Eine Banane. Hä? Ich hab immer noch 0 Schuss drin. Was ist denn das für eine Scheiße? Welche? Ach, die ist das hier wahrscheinlich. Einfach. Ja, jetzt habe ich die richtige jetzt drin. Ich habe die falsche ausgewählt gehabt. Okay, jetzt geht's. Du musst dafür eigentlich über 30 Schuss jetzt haben. Ja, ja, habe ich drin. Shotgun Shells hast du gar nicht mehr? Nein. Auch nicht, ne? Hast du diesen Kevlar hier aufgenommen? Also hast du da rechts oben, kannst du in deinem Inventar Armor Slot. Ach, nee, habe ich nicht. Siehst du, das vergesse ich auch mehr. Cool, danke. Alles klar. Wir werden hier keinen Spielerkontakt mehr haben. Und zack, 2 Mann. Ah, ich habe nur den einen gesehen in der Halle. Ja, ich bin dem einen direkt hinterher, der ist raus. Und hab den dann weggeschossen. Der hat aber übel viel genommen. Also ich habe den richtig. Ja, ich habe ja auf den habe ich ja auch noch geschossen. Und der hat überhaupt nicht. Also, Mann, ey. Hm. Ja, der andere, da habe ich nur einen Schuss drauf gemacht. Da war ich out of money und dann habe ich ihn weggeboxt. Naja, ich war schon unterwegs mit der Stachelkeule. Ich habe jetzt auch wieder hier, ne, mein. Das Ding ist geil, ne? Ja, ich liebe ihn, ey, wirklich. Ding also, wenn du Shotgun-Muni findest, sagst Bescheid, ne? Ob die jetzt hier in der Nähe wiederkommen? Stimmt. Also, ich würde ja. Oh, Shotgun-Muni. Sehr schön. Oh, 3 Schuss. Oh, nice, ey. Also, wir haben wirklich in jeder Folge Spielerkontakt hier. Ist ja Wahnsinn, oder? Ja. Ist geil, auf jeden Fall. Ich habe auch schon das nächste Ziel anvisiert. Let's go, Martin. Let's go, let's go. Come to the Super Show. Ich muss ja mal sagen, dass wir hier rasieren, ne? Warte, wir haben hier echt eine gute KD, Alter. Ja. Wir kriegen sowieso jetzt gleich auf die Schnauze wahrscheinlich. Bang! Aber das ist ja das Schöne, dass uns das so scheißegal ist. Ja. Weil es gibt dann immer so Leute, so wenn ich mal so andere Folgen gucke von so DayZ Let's Playern oder so, dann oder irgendwas anderes auch Heinz, dass sie regen sich so auf, wenn die gestorben sind, ne? Ja, ich drücke auf Respawn und mache einfach weiter, weil du bist hier ruckzuck, hast du wieder eine Waffe, das geht so schnell hier. Ja. Also das ist völlig irrelevant. Und da wir ja jetzt hier kein zusammenhängendes Let's Play machen, ist das. Wir erzählen ja hier keine Story quasi, also von daher ist das scheißegal. Und ich denke mal, ihr werdet das auch sehen, weil ihr die Action sehen wollt. Ja, wobei zusammenhängt ist es schon, ne? Also ihr seht ja genau unsere Spielzeit, ne? Wir haben nicht vorher gespielt, wir haben nicht nachher gespielt, so. Es ist immer genau unsere Spielzeit eigentlich. Genau. Naja. Peinliche Stille gerade. Ja, ne, ich war gerade am überlegen, wo die gespawnt sein könnten, weil die Safe Zone ist ja auch hier in der Nähe. Aber es wäre halt echt lame, wenn wir da jetzt irgendwie warten würden oder sowas. Nee, ich mein, sowas machen wir nicht, das ist scheiße. Kontakt, aber ohne Waffen kommen, wäre das mega Bambi-Schlachten. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Richtig.
Weil wenn man sich einmal den Magen vollschlägt mit solchen Snacks, dann reicht das ja, ne? Aber, meine Freunde, alles über Snacks. Ja, immer mit seinen Aber. Ich habe gerade eine SMS bekommen. Hä? Echt? Eine SMS? Eine SMS, kein Was Spaß. gibt's noch? Ja, ich habe gerade eine SMS bekommen. Ja, doch, ich habe auch einige Kunden, die mir noch SMS schreiben. Also, das gibt's auch. Jetzt muss ich. Bin fasziniert. Ach so, ho, 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 ihr O2-Shop. Ihr Wichser, zurückschreiben und fertig. Gut. In dem Sinne, das war euer Sinn und der Martin. Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Abend, wenn ihr die Folge am Nacht guckt. Einen wunderschönen guten Morgen, wenn ihr gerade aufgestanden seid. Und wenn ihr sie am Mittag guckt, dann guckt sie heute Abend oder so einfach noch nicht. Guten Mittag. Also in dem Sinne, Peace und out. Tschüss. Ah, ich habe einen falschen Knopf. Das lasse ich jetzt drin. Ich drück so, ich gucke oben so. Er nimmt immer noch auf, er nimmt immer noch auf. Nein, okay, jetzt wirklich. Alles still, weißt du? Das war ja mal der Sino. Tschüss.